Servus Kollegen, in diesem Video zeige ich euch, wie ich ein Messingröhrchen mit dem Gorilla PU-Kleber in einen gebohrten Pen Blank einklebe. Das Messingröhrchen muss ohne Widerstand durch die Bohrung gleiten. Ist dies nicht der Fall, muss die Bohrung mit einer Rundfeile nachgearbeitet werden. Vor dem Einkleben entstaube ich die Bohrung mit einer Flaschenbürste. Dann schleife ich das Messingröhrchen mit grobem Schleifpapier an, bis es metallisch blank ist, und reinige es mit einem Küchentuch. Nun verschließe ich ein Ende des Messingröhrchens mit einem Stück Kartoffel, damit kein Kleber in das Gewinde eindringen kann, und trockne das Ende mit dem Küchentuch. Der Gorilla-Kleber ist ein PU-Kleber und schäumt beim Aushärten auf. Dies hat den Vorteil, dass Hohlräume zwischen Messingröhrchen und Bohrung zuverlässig verfüllt werden und so eine bessere Haftung entsteht. Ich bringe den PU-Kleber am Rand der Bohrung auf. Es muss so viel Kleber eingebracht werden, dass beim Einschieben des Röhrchens ein Pfropfen vor dem Röhrchen hergeschoben wird, welche die Wandfläche der Bohrung mit Kleber benetzt. Mit dem durch die Kartoffel verschlossenen Ende des Messingröhrchens schiebe ich nun den Kleber durch die Bohrung. Dabei drehe ich das Röhrchen, damit der Kleber besser verteilt wird. Der Kleber hat eine Topfzeit von ca. 10 Minuten. Sodass beim Einkleben und Zurechtrücken keine Hektik ausbrechen muss. Den überschüssigen Kleber entferne ich mit dem Küchentuch und schiebe das Messingröhrchen auf die gewünschte Position. Nach circa einer Stunde ist der Kleber deutlich aufgequollen und ausgehärtet. Bei kühler Temperatur und niedriger Luftfeuchtigkeit kann es auch etwas länger dauern. Jetzt kann der aufgeschäumte Kleber mit einem Skalpell oder Tapetenmesser abgeschnitten werden. Beim Planfräsen der Stirnseite darf das Messingröhrchen in keinem Fall gekürzt werden. Dass sonst eventuell die angebaute Mechanik nicht mehr einwandfrei funktioniert. Und jetzt seid ihr an der Reihe. Ich wünsche euch gutes Gelingen, Gerhard Liebensteiner.